Grüß dich wohl, kann ich Ihnen etwas helfen? Grüezi. Ja, gern. Eigentlich wissen Sie, mein Junge hat mir ein neues Radio gekauft. Ganz ein modernes, mit einem wunderbaren Klang, hat er gesagt. Ja, ein Hi-Fi-Anlage. Ja, der Hi-Fi-Anlage, ja. Und jetzt sollte ich eben ein... Was hat ich? Ein Hi-Fi-Stereo-Anlage. Ja, also die ist ja ganz neu, die wird schon steril sein. Ja, ja. Jetzt sollte ich eben eine Schallplatte haben, um das auszuprobieren. Also, Sie suchen in dem Fall eine CD? Ja, das hat er gesagt, CD, genau. Ja. Und wissen Sie, das ist ganz moderner, da muss ich nicht mehr da wie beim alten Radio gucken, drehen dran, ja. Bis bei Robünster kommt, da habe ich nur noch das Gerät, wo ich klick, 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 und ist alles schon da. Ja. Also ich würde euch, wenn ihr so eine moderne Stereoanlage habt, würde ich euch eine Klassik-CD empfehlen. Würden Sie? Ja, zum Ausprobieren. Ja, wieso nicht? Ist das die Musik, die Sie in der Oper spielen? Richtig, jawohl. Ah. Hätten Sie gerne einen besonderen Wunsch von einem Komponist? Ja, eigentlich nicht. Ich kenne es ja nicht. Sie sind schon lange gestorben. Aber eigentlich hätte ich lieber etwas so ein bisschen... so die Alpenwelle hat so CD-Albummer. Jawohl, die Alpenwelle-CD, die haben wir. Haben die auch? Ja, das wäre die CD. Oh, so nah bin ich sie. Jawohl. Ja, das ist schon gut. Da. Ich kann die dann einfach reinlegen und... Jawohl, ganz gut. Genau. Danke vielmals, dann probiere ich. Wo kann ich dort an der Kasse? Dort an der Kasse können Sie zahlen. Das mache ich, ja. Danke vielmals. Danke auch vielmals. Wieder schauen. Ja. Es ist ein Wunder, wie das funktioniert. Diese schöne Anlage da. Was hat er jetzt gesagt? Da muss ich noch einmal drücken. Ja, hoppala. Ui, da habe ich etwas falsch gemacht. Jetzt ist es so. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Da muss ich hier eine Schüppel geben. Und dann muss ich das mit dem Hebel da. Jetzt ist es, glaube ich, gegangen. Was wären wir Männer ohne Frauen, ohne weibliches Geschick? Wenn manche Frau kennt bei uns Männern so den kleinen Zaubertrick. Was wären wir Männer ohne Frauen? Ist ja furchtbar, der war ja noch. Oh. Soll ich ein bisschen falsch drücken? Ja, nein. Die Talbote ist schon kaputt. Die muss ich wieder überbringen. Ich muss jetzt abstellen. Das hat er gesagt, das stelle ich auch. Da bin ich doch. Ja, genau. Das habe ich wenigstens können. Ja, aber was muss ich jetzt mit dem... Mit dieser Schallplatte machen. Wieder rausnehmen. Da. Ja, das funktioniert wenigstens. Aber die da ist kaputt. Die haben mir eine kaputte Schallplatte geschickt. Geschenk verkauft. Geschenk ist gut, ja. Ja, muss halt nochmal in das Geschäft. Schade, hätte ich gerne ausprobiert. Hallo Sie! Sie sind doch der, der mir hier die CD hier verkauft hat. Grüß dich, Kohl. Jawohl, da bin ich. Ja, schauen Sie sich mal an, die ist kaputt. Die kaputt? Nicht. Ja, ich habe sie reingetan, wie man mir gesagt hat, und habe dann gedrückt. Und dann ist sie gelaufen, aber sie hat nur bum, 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 bum. Und sie hat überhaupt keine Melodie gehabt. Keine Melodie gehabt? Nein. Also, dann möchte ich mir eine andere geben. Die sieht eigentlich, schauen Sie, sieht ganz gut aus. Ja, wie die hat keinen Fehler. Ja, viermal hat sie nur Bum-Bum gemacht. Dann könnte sie da lang sagen, sie hat keinen Fehler. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich würde mal einen Gehörtest machen. Was würden Sie machen? Einen Gehörtest. Würde ich machen? Ja, würde ich Ihnen mal empfehlen. Ah. Dann tönt nachher die CD nachher ganz toll. Meinst du? Ich denke schon. Ja, meine Frau hat schon immer gesagt, du gehörst nicht mehr. Könnte schon sein. Mal probieren? Mal probieren? Ja. Ja, dann nehme ich die halt wieder mit. Ja.
Die Frau gut. Macht nichts. Schönen okay. Tag wünsche ich euch. Jeder auch. Danke vielmals. Hört ist. Grüezi Sie, was wünschen Sie? Ja, also, ich war in einem Schallplattengeschäft und wollte eine Schallplatte kaufen. Dann haben die mir dann gesagt, ich höre nicht mehr so gut. Und ich sagte, ja, ich soll einen Hörtisch machen, haben sie gesagt. Und ich sagte, ja, du machst halt das einmal. Genau. Und dann haben sie mir ihre Adresse gegeben. Gut, also jetzt möchten Sie gerade einen Hörtisch machen. Dann könnten wir gerade in die Kabine gehen, wenn es Ihnen recht ist. Tut das weh? Nein. Das ist eine ganz harmlose Sache. Das werden Sie sehen nachher. Keine Spritze. Gut, ja, das geht schon. Also, wenn Sie so gut sind. Ja, ne? Dann halt, ja. Ja. Gerade auf den ersten Stuhl. Aha, ja. Gerade hier, der hier. Ja. Den Stecker brauche ich nicht. Nein, den können wir ruhig hier hin. Gut, richtig. Ja. Prima. So. Vorsichtig, er dreht sich. Ja! Prima. So, und jetzt einmal kurz drehen, wenn es geht. Ah, ja, das so. Kann ich schon. Prima. Also, jetzt machen wir miteinander die Untersuchungen. Ja. Ich mache zuerst den Stimmgabeltest und dann hätte ich bitte, wenn Sie Ihre Kappe könnten, einmal einen Moment anlegen. Aha, meine Kappe. Sind Sie so gut? Ja, kann ich schon. Ich bin hoffentlich strahlen. Ja. Jetzt sollten Sie es mir anschauen. Ja. Darf ich Sie ein bisschen drüllen? Ja, machen Sie. Und schön anschauen. Einfach. Mhm. Ruhig bleiben einen Moment. He? Ich setze Ihnen jetzt die Stimmgabel auf die Stirn setzen und Sie sagen mir, dass Sie den Ton hören. La, ich war mal im Jodelclub. Aber jetzt könnte ich Ihnen nicht sagen, wo ich den gehört habe. Gut, das ist nicht so schlimm. Also es war nicht nur am linken oder nur am rechten, Sie haben es überall gehört. Ja, irgendwie, ja. Gut, jetzt mache ich noch einen. Ich habe Ihnen die Stimmgabel, ich zeige sie Ihnen, hier hinten an und dann da vorne ans Ohr. Und dann sagen Sie mir, was lauter ist. Hören Sie sich beides an und dann sagen Sie mir, ist es hinten oder vorne lauter gewesen. Achtung. Ja, da ist lauter. Prima. Darf ich das an dem Ohr auch noch kurz machen? Ja, wenn Sie so gut sind. Schön drücken, jawohl. Ja, jetzt ist es. Auch vorne, Leute. Vorne, Leute. Prima. Gut, jetzt wissen wir wenigstens, dass das, was zwischen Trommelfell und dem Hörschnäckchen, nämlich die Hörknöchel, dass die funktionieren. Ja, so aber weit. Da ist es viel leislicher ja, wieder da. Ja, das geht halt. Das werden wir jetzt auch untersuchen, indem wir das mit einem Kopfhörer machen. Ich lege Ihnen jetzt gerne den Kopfhörer anlegen. So wobei ich, Moment mal schnell, zuerst noch ins Ohr hineinschaue. Darf ich? Ja, ich weiß. Ich ziehe jetzt ein bisschen an den Ohren, nicht verschrecken. Hoffentlich sind sie putzt. Das ist nicht so schlimm. Da dürfen Sie ruhig glauben. Ich sehe jeden Tag einen Hampfen Ohren und die sind nicht alle gleich. Aber so. Wir sind doch sauber. Ja, tipptopp. Ja, das sieht man gar nicht. Sie haben nie ein Problem gehabt mit den Ohren oder irgendwie Ohrenweh oder so. Nein. Gar nicht. Ich höre einfach die Vögel nicht mehr. Ja, gut. Das geht so. Jetzt müssen wir aber anschauen. Ja. Kopf auf, wenn es ganz gut ist. Schön gerade, jawohl. Vielen Dank. So. Gut. Jetzt geht's los. He? Also, Sie verstehen mich? Ist es gut oder ist es normal? Nein, normal. Angenehm. Ja. Prima. Also, ich gebe Ihnen zuerst einen Ton, einen ganz leislichen, einen pulsierenden Ton. Und nachher gehen wir mit den Tönen in die Höhe offen. Dann wieder zurück und dann ganz tief runter. Ich gebe Ihnen einmal ein Beispiel, wie der Ton tönen tut. Also, so geht das. Jetzt, sobald Sie den Ton leislich hören, sagen Sie mir das gerade. Ich fange am rechten Ohr an. Ja. Ich habe jetzt hier untersucht gemacht. Ja. Und jetzt erkläre ich Ihnen das. Erklären. Ja, gern. Sie sehen hier eine rote Kurve und Sie sehen hier eine blaue Kurve. Ja. Das Rote ist rechts, darum heisst sie rot. Nicht? Und das Blaue ist links. Also geht die Seite verkehrt. Von oben runter sehen Sie die Lautstärke in dB, das ist die Schalleinheit.
Und da unten sehen Sie von 125 bis 8 kHz, das ist Tonhöhe, also ganz tiefer Ton bis zu einem ganzen hohen. Und wenn Sie jetzt das anschauen, dann wäre eigentlich normalerweise ein gesundes Gehör, wäre ich da oben bei 0. Jetzt haben Sie aber einen bestimmten Jahrgang und dann müssen wir ja Toleranz noch haben. Und die Toleranz wäre bei Ihnen eigentlich gerade so ungefähr bei 30 dB. Also wir könnten hier einen Strich durchmachen. Und Sie sehen aber, wenn wir jetzt diesen Strich hier nehmen, bei beiden Kurven, wir können das auch übereinander legen, dann sieht das vielleicht sogar noch ein bisschen sinnbildlich besser aus. Schauen Sie, ich zeige Sie Ihnen gerade zusammen. So, voilà, sehen Sie, beide Ohren etwa gleich gut. He? Also, Sie sehen, wenn wir jetzt hier einen Strich durchziehen, dann sind Sie überall drunter. Deutlich drunter sogar. Dann ist gleich gut, dann gleich und schlecht. Der Moment, oder? Ja, richtig, genau. Und Sie sehen, von den ganz tiefen Tönen bis zu den mittleren Tönen, da sind Sie etwa gleichwertig und dann macht das Ganze einen massiven Abfall. Das ist der Hochton fehlt Ihnen. In dieser Spruchbanane hat es aufgezeichnet, wo Buchstaben A, bei welcher Tonhöhe und bei welcher Lautstärke das sie sind. Und Sie sehen da oben die Buchstaben hier, das ist F, S und T, die sind nicht mehr drin. Also, darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ja, gerne. Ja. Damit Sie sich ein bisschen an die Situation können gewöhnen und auch an die Hörgeräte können gewöhnen, machen wir einen Probetragen mit zwei Hörgeräten. Das ist kostenlos. Für ungefähr 4 bis 6 Wochen können Sie das tragen und mit mir mit einer Sitzung, 2, 3, je nachdem, einstellen. Mhm. Dann, wenn Sie es übernehmen würden, hätten wir eine 3-Jahres-Garantie. Das ist 12 Monate länger als üblich. Und dann, wenn Sie wirklich nicht zufrieden wären, was ich aber nicht glaube, denn vorher gehen Sie mir da nicht so teuer aus, als dass wir uns nicht einig sind, wie gut das Hörgerät ist. Dann können Sie es in 90 Tagen wieder zurückgeben. Mit voller Garantie, dass Sie das Geld wieder kriegen. Wäre das ein guter Vorschlag für Sie? Ja, ja, schon, aber ich habe ein bisschen Angst, wissen Sie, von innen tun und rausnehmen und dann müssen wir das ja auch Maschine müssen putzen und so, ob ich das überhaupt könnte. Gut, da hätte ich Ihnen einen Vorschlag. Wir tun ja immer, wenn wir so Sitzungen machen, zusammenhöckeln und da tun wir ja nicht nur miteinander die Hörgeräte einstellen, das ist manchmal der kleinere Teil, sondern wir tun auch miteinander üben. Und abgesehen davon, wir haben einen super Service. Die Damen da draussen, die können Ihnen auch helfen. Sie dürfen also zu jeder Zeit zu uns kommen. Zu jeder Zeit. Oh, und nett, sagen, ja, es geht nicht, ich kann es nicht putzen, es die Batterie nicht rein tun und so weiter. Dann hilft man Ihnen. Das ist bei uns eigentlich üblich. Ja. Das machen wir eigentlich immer so. Den Kunden kann man nicht verlangen, etwas, was sie gerade frisch kriegen, dass sie das von A bis Z können, sondern für das helfen wir Ihnen. Ja, ja, das ist schon so. Ja, gell? Ja, ich habe ja auch noch Frauen, man könnte helfen. Aber dann wäre es nett, wenn Sie die Damen noch mal mitbringen würden. Dann kann sie zuhören oder zuhören. Ja, wissen Sie, sie kann sich ja nicht mehr so gut bewegen. Sie, sie ist sehr begütert körperlich. Ja, und dann macht sie dann ein bisschen Mühe. Da. Das begreife ich. Ja. Aber ich gebe Ihnen dann sowieso auch noch alles schriftlich. Dann können Sie eventuell sogar noch nachschauen. Es hat Bilder drin in diesen Heften und so weiter. Was mich einfach noch bedrückt, oder bedrückt. Wie ist denn das zahlbar überhaupt? Ich meine. Das ist eine gute Frage. Zahlbar ist meistens alles, wenn man das Geld hat, natürlich. Klar. Ja, Es gibt hier Hörgeräte von ganz günstig bis zu sehr teuren. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, was passt für Sie. Und mal einerseits audiologisch, also was für einen Hörverlust haben Sie, was wollen Sie erreichen mit dem Hörgerät, in welchen Situationen wollen Sie sich auf jeden Fall helfen lassen. Das kann Dialog sein, wie wir jetzt führen, das kann in Gesellschaft sein, das kann überall alle Situationen beinhalten, das müssen wir miteinander noch analysieren. Und nachher wäre ja dann an und für sich die Situation, dass Sie können sagen, so viel. So, jetzt haben wir das ja miteinander angeschaut und Sie haben gesagt, Sie möchten gerne mal Hörgerät probieren. Ja, ich habe Ihnen gerade zwei vorbereitet, wenn es Ihnen recht ist. Ja, ich bin jetzt aber gespannt. Das sind die zwei Hörgeräte, die sind ja nicht so gross, wie Sie sehen. Und das sieht so aus, das ist ein Schläuchchen, das kommt ins Ohr rein. Hier unten haben wir Batterie drin, das zeige ich Ihnen nachher, wie das funktioniert. Und hier müssen wir sie programmieren. Ich tue jetzt das gerade anschließen. Und dann können wir gerade miteinander die Dinger mal ans Ohr anhängen. Okay. Ich höre schon etwas. Ja, super, das ist schon mal gut. He?
Sie können hier zuschauen, es ist kein Geheimnis, was ich mache. Ja, weißt du, ich sehe nicht so keinen gut. Ah, gut, okay, hat, aber ein bisschen Bildchen sehen Sie könntest schon. Könntest du mir gar noch neue Augen reinmachen? Ja. Sieh, der Brüllenladen ist da vorne gerade am Ecken. Ja. Genau. Ja, man kann nicht mehr alles zurückholen. So, voilà. Oh, dann bist du ja gerade ein anderer Mensch. Genau. Ja, das ist wunderbar. Da wird auch Frauen Freude haben, wenn sie dann plötzlich alles verstehen. Ja, weniger wahrscheinlich. Ja. Aber mit dem muss ich jetzt leben. Gut, okay. Also ich danke Ihnen vielmals, ich fühle mich jetzt schon pudelwohl. Prima, dann wollen wir noch mal einen Termin abmachen. Ja. Sie berichten mir dann, was alles passiert ist, erzählen mir, wie es gegangen ist, was ist gut gewesen, was ist eventuell nicht so gut gegangen, dann würden wir noch mal eine Einstellung machen. Gut, ja. Prima. Ja, das ist aber danke vielmals. Gern geschehen. Ich fühle mich wie ein Vögel aus dem Nest aus der Kette. Einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Ja, danke nicht. Wie geht es so schon wieder? Da das Knöpfchen drücken. Genau. So, und jetzt hier rausnehmen. Und der Spiel gegen oben. Das hat alles gesagt. Dann reinlegen, zudrücken. Das habe ich ja das letzte Mal auch gemacht. Und jetzt muss ich da drücken. Was wären wir Männer ohne Frauen? Lieben wir ja halb so schön. Was wären wir Männer ohne Frauen? Ohne Frauen kann's doch nicht gehen. Der liebe Gott erschuf die Welt und hat sich dabei was gedacht. Er schuf den Mann in einem Tag und alle Frauen nur bei Nacht. Jedoch das Dumme, das ist nur, am Tag da hatte er die Zeit. Nur in der Nacht war er aktiv, drum sind die Frauen auch so gescheit. Was wären wir Männer ohne Frauen, ohne weibliches Geschick? Wenn manche Frau kennt bei uns Männern so den kleinen Zaubertrick. Was wären wir Männer ohne Frauen? Lieben wir ja halb so schön. Was wären wir Männer ohne Frauen? Ohne Frauen kann's doch nicht gehen. Der liebe Gott war viel zu oft von schönen Frauen abgelenkt, hat einen großen Fehler gemacht, hat uns zwei linke Hände geschenkt. Wir Männer müssen akzeptieren, dass ohne Frauen halt nichts geht, dass unsere große Männerwelt mit allen Frauen steht und fällt. Was wären wir Männer ohne Frauen, ohne weibliches Geschick? Wenn manche Frau kennt bei uns Männern so den kleinen Zaubertrick. Was wären wir Männer ohne Frauen? Lieben wir ja halb so schön. Was wären wir Männer ohne Frauen? Ohne Frauen kann's doch nicht gehen. Was wären wir Männer ohne Frauen?